Halo, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju u kojoj se bavimo nečim što počinje na ein, ein kaufen, ein treten, ein laden i nečim što počinje na er, erwarten, erledigen, erscheinen, erschrecken, erkennen. Odlični su glagoli, sve ih naučite i zapamtite i zapišite i počnite što pre da koristite u govoru. A nešto slično sam uradila i sa ab, aus i an, a taj videoklip možete pogledati na linku. Link se nalazi u opisu ispod videa. Also, der Eingang. Der Eingang je prva reč za danas. Eingang je ulaz. Ein uvek je neki prefiks koji označava ulazak u nešto. Recimo, vidjet ćemo einsteigen, ući u prevozno sredstvo, ili eintreten, kročiti u neku prostoriju. Znači ein. I onda je eingang, ulaz, naravno suprotno bi bilo ausgang. Ausgang. Der eingang. Der einkauf je imenica. Glagola einkaufen, kupovati, znači ići u kupovinu. Einkaufen, einkauf je kupovina. Einkauf. Sada ovaj glagol einkaufen, dakle ima razvojni prefiks, ovo ein se razvoja. Zum Beispiel, ich kaufe im Supermarkt ein. Znači, ich kaufe im Supermarkt ein. Ein je prefiks, ide na kraju. I to u suštini znači da ja obavljam kupovinu u supermarketu. Dakle, kupujem Lebensmittel, namirnice u supermarketu. Kad kažemo ich kaufe im Supermarkt, znači kao glagol kaufen kad koristimo, onda očekujemo da kažemo šta kupujem. Ich kaufe Brot im Supermarkt. Bez ovog ein. Ich kaufe Wasser, ich kaufe Milch, ich weiß nicht, nešto, bilo šta, im Supermarkt. Ali, ich kaufe im Supermarkt ein, kada koristimo taj glagol einkaufen, onda nemamo potrebu da kažemo šta kupujemo, kao samo sa glagolom kaufen, već jednostavno to znači obavljam kupovinu. Dakle, einkaufen ili možemo koristiti sa glagolom gehen. Einkaufen gehen. Ili samo einkaufen. Ich kaufe im Supermarkt ein. U prošlom vremenu bismo rekli ich habe im Supermarkt i onda ide ein gekauft. Dakle, einkaufen u participu ein gekauft. Ich habe im Supermarkt. Früher habe ich im Supermarkt eingekauft, aber jetzt kaufe ich auf dem Markt ein. Recimo, ranije sam kupao u supermarketu, früher habe ich im Supermarkt eingekauft, aber jetzt kaufe ich auf dem Markt ein, a sada kupujem na pijaci. Dobro, einkaufen, einladen. Einladen, dakle isto ima ovaj ein, prefiks, i laden, laden kao prodavnica, ali ovdje nije nikakva prodavnica u pitanju, nego glagol pozvati nekoga na neko dešavanje, na ručak, na predstavu, na zabavu. Dakle, ne pozvati nekog telefonom, je tako, anrufen, nego invite na engleskom. Dakle, poslati nekom einladung. Znači, einladung je pozivnica, die einladung, a glagol je einladen, pozvati. On je jak glagol, dakle u prezentu a dobija dve tačkice u drugom i trećem licu jednine. Dakle, er lädt mich immer zur Party an. On me uvek zove na zabavu. Er lädt mich immer zur Party ein. Dakle, pozvati nekoga. U prvom licu je ich lade. Ich lade dich zum Mittag Essen ein, pozivam te na ručak. Ich lade dich zum Mittagessen ein ili ich möchte dich zum Mittagessen einladen. Ich möchte dich zum Mittagessen einladen. Želo bi da te pozovem na ručak ili ich lade dich zum Mittagessen ein. Einladen, einkaufen, einladen, einladung, pozivnica. Einmal ima ovo ein, ali u značenju jedan. Znači, einmal, jedan puta. Einmal. Ich war
Dortnua Einmal. Bio sam tamo samo jedan puta. Einmal, keinmal, tako kažu. Znači, jednom ko nijednom. Einmal ist keinmal. Mal je put, znači mogu dodati ispred broj zwei. Dobijemo zweimal, dreimal, viermal, zehnmal, 10 puta. I u nastavku možemo obično reći pro tag. Einmal pro tag. Einmal pro Woche, einmal pro Monat, pro Jahr, dakle jedan put godišnje, dnevno, pro Tag, nedeljno, pro Woche, mesečno, pro Monat, godišnje, einmal pro Jahr, gehe in den Urlaub, zum Beispiel. Einmal pro Tag, šta radimo, trinke ich Kaffee. Einmal pro Woche lerne ich Deutsch. Einmal pro Monat bezahle ich die Rechnungen. Plaćam račune. Znači, einmal. Auf einmal, odjednom. Auf einmal. Kao plötzlich bi bilo iznenada, ali auf einmal je odjednom. Einmal. Einschließen je glagol koji znači sebi ima ovo schließen, zatvoriti, ali einschließen je, može značiti kao ono attach na engleskom, znači priključiti nešto nečemu ili uključiti nekoga u neki posao ili neki deal. Einschließen, einschließen. Einsteigen je ono što smo rekli ein, da ima značenje u. Ein steigen, ući u prevozno sredstvo. Ein treten, ein steigen. Evo ovdje imamo ein treten ispod. Znači, ein steigen. Pazite, ulazim u autobus. Dakle, moramo da koristimo akuzativ i da razvojimo glagol. Ich steige in den bus ein. Dakle, ulazimo u autobus. Ich steige, penjem se. Steigen je popeti se. Ich steige in den Bus ein. Kada vraćate u prošlost, u perfekat, pošto je to neka akcija, kretanje, koristimo ich bin, ušao sam in den Bus, i glagol je ein gestiegen. Znači ovo steigen, od steigen ide u stiegen. Ich steige in den Bus ein, ulazim. Ich bin in den Bus eingestiegen. Ušao sam. Znači, einsteigen. Namno suprotno bi bilo aus. Izlazi. Ausgestiegen, eingestiegen. Einsteigen. In den Bus, in den Zug. Aber, osim ako je recimo Straßenbahn, onda kažemo in die. U akuzativu. In die Straßenbahn. Ali, muški rod se menja. Der Bus, der Zug prelaze u den. In den Bus. In den Zug. Sljedeći je eintreten, dakle kročiti u. Ein i treten. Der Besucher klopfte, öffnete die Tür und trat ein. Dakle imamo ovdje preterita tri. Der Besucher klopfte, pokucao na vrata, öffnete die Tür, otvorio vrata i trat ein. Dakle, treten, trat, i kročio ein, unutra. Ein getreten bi bilo u participu, a trat ein u preteritu. Dakle, ući u. Der Besucher klopfte, öffnete die Tür und trat ein. Dakle, ein treten, kročiti, ući, i odatle i Eintrittskarte, ulaznica. Eintrittskarte. Dakle, die Eintrittskarte je ulaznica za neki koncert ili nešto, muzej. Eintrittskarte. Einwandern. Einwandern. Znači, auswander je kada emigriramo, znači kad idemo van svoje zemlje. Auswandern. A einwandern, znači imigrirati, doći u neku zemlju. Znači, naravno, sa ovim onda predlogom ein. Ima značenje u. Einwandern. Auswandern, einwandern.
Auswanderung je emigracija, Einwanderung imigracija. Einzig je jedini. Er hat kein einziges Wort gesagt. Nije rekao nijednu jedinu reč. Er hat kein einziges Wort gesagt. Wir waren die einzige Gäste. Mi smo bili jedini gosti. Wir waren die einzige Gäste. Dakle, einzig, jedini. Das Eisen, gvožđe. Eisen, ima ai, nema ein. Ali dobro, da naučimo. Eisen. Erfahren. Er, nije razvojni prefiks. Dakle, iako ovdje prepoznamo ovo fahren, kao voziti, međutim, ovaj glagol nema veze sa on vozi, nego nešto saznati i otkriti. Das habe ich nicht geglaubt, aber ich habe später erfahren, dass es wahr ist. Ja u to nisam verovao, ali sam kasnije saznao da je to istina. Das habe ich nicht geglaubt, aber ich habe später erfahren, dass es wahr ist. Ich habe erfahren. Dakle, particip 2 je isti kao i infinitiv glagola. Was hast du erfahren? Šta si saznao? Erfahren. Saznati. Wann erfahren wir das Ergebnis der Prüfung? Kad saznemo rezultate ispita. Wann erfahren wir das Ergebnis, rezultat der Prüfung ispita. Erfahren. Erfolg. Erfolg je uspeh. Erfolg. Erhalten, primiti. Znači, erhalten, kao sinonim za bekommen. Erhalten. Ich habe viele Lebensläufe verschickt, aber nicht viele Antworten erhalten. Znači, Lebenslauf, CV, biografija. Ich habe viele Lebensläufe verschickt. Poslao sam mnogo svojih biografija, rezimea, aber nicht viele Antworten erhalten. Ich habe nicht viele Antworten erhalten. Nisam primio mnogo odgovora. Erhalten. Ich habe nicht viele Antworten bekommen. Oder ich habe nicht viele Antworten erhalten. Dobro. Sich erinnern. Podsjetiti se ili setiti se nečega. Sich erinnern. Ide sa predlogom an. Znači, ne mogu toga da se setim. Ich kann mich daran nicht erinnern. Zum Beispiel. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich daran nicht erinnern. Znači, ne mogu se toga setiti. Daran. Erinnern. Naravno, ovo er, smo rekli, nije razvojni prefiks. Erfahren, erinnern, erhalten. To idu glagoli zajedno. Znači, ich kann mich nicht daran erinnern. Ili, on me je podsjetio na to da kupim hleb. Er hat mich daran erinnern, das Brot zu kaufen. Er hat mich daran erinnern, das Brot zu kaufen. Ili, podsjetio me da idem po decu. Er hat mich daran erinnern, die Kinder abzuholen. Erinnern. Die Erinnerung bi bilo sećanje. Schwache Erinnerung. Znači, kad se ne sjećamo baš dobro. Ich habe nur schwache Erinnerung. Die Erinnerung, sećanje, erinnern. Sjetiti se, podsjetiti. Sich erkälten, prehladiti se. Znači, kad si erkältet, onda si prehlađen. A sich erkälten, znači er se ne razvaja, erkälten, prehladiti se. Ich habe mich erkältet, prehladio sam se. Ich habe mich erkältet. I die Erkältung, prehlada. Die Erkältung, prehlada. Erkennen. Er i kennen, ali se ovo er ne razvoja. Znači, kennen je znati, znati. Er, kennen, prepoznati nekoga po nečemu, prepoznati.
Zi Shin mih nih cua kenen. Izgledalo je, činilo se, da ona mene ne prepoznaje. Zi Shin, shinen, izgleda. Zi shined mih nih cua kenen. Izgleda da me ne prepoznaje. Zi Shin mih nih cua kenen. Izgledalo je da me nije prepoznala. Ich kann dich nicht erkennen. Ne mogu da te prepoznam. Du hast dich verändert. Ti si se promenio. Du hast dich verändert. Ulik je ändert. Und jetzt kann ich dich nicht erkennen. Erkennen. Sie hatte sich so sehr verändert, dass ich sie nicht erkennen konnte. Ona se toliko promenila, da ja nju nisam mogao da prepoznam. Sie hat sich so sehr verändert, dass ich sie nicht erkennen konnte. Erkennen. Erklären. Objasniti. Erklären. Ich werde versuchen, meinen Standpunkt zu erklären. Pokušat ću da vam objasnim svoje stanovište. Ich werde versuchen, meinen Standpunkt zu erklären. Etwas erklären. Objasniti. Erlauben. Erlauben. Erklären, erlauben, dozvoliti. Er hat mir nicht erlaubt, mit ihm zu gehen. On meni nije dozvolio da idem sa njim. Er hat mir, meni, nicht erlaubt, mit ihm zu gehen. Warum hat er dir nicht erlaubt, mit ihm zu gehen? Ich weiß es nicht. Ne znam. Er wollte nicht, dass ich mit ihm gehe. Nije želeo da idem s njim. Und er hat mir verboten, zabranio mi je. Znači, verbieten, zabraniti, odnosno er hat mir nicht erlaubt. Nije mi dozvolio. Erledigen, erledigen, obaviti. Ist ins Büro gerannt, einen sehr dringenden Job zu erledigen. Otišao je u kancelariju da bi obavio jedan veoma hitan posao. Ist ins Büro gerannt, einen sehr dringenden Job zu erledigen. Erledigen. Ich muss etwas erledigen. Ich habe etwas zu erledigen. Znači imam nešto da uradim. Erledigen. Diese zwei Pakete müssen zur Post. Könntest du das für mich erledigen? Odnosno, könntest du das für mich machen? Ova dva paketa moraju u poštu. Možeš i ti to za mene da obaviš, da završiš. Diese zwei Pakete müssen zur Post. Könntest du das für mich erledigen? Erreichen, erreichen, dostići, postići, erreichen. Wir haben ein gutes Ergebnis erreicht. Postigli smo dobar rezultat. Erreicht. Wir haben ein gutes Ergebnis erreicht. Oder sie erreicht das Ziel. Ona postiže svoj cilj. Sie erreicht das Ziel. Ein Ergebnis, ein Ziel, erreichen. Erreichen. Erscheinen, erscheinen, pojaviti se. Nach 10 Minuten ist sie lächelnd an der Tür erschienen. Dakle, erscheinen, infinitiv, sie ist erschienen, ona se pojavila, particip 2, erschienen. Nakon 10 minuta ona se, smejući se, na vratima pojavila. Nach 10 Minuten ist sie lächelnd an der Tür erschienen, erschienen, erscheinen, pojaviti se. Erschrecken, uplašiti. Erschrecken, kad je nešto schrecklich, schrecklich, onda je strašno, užasno, das ist schrecklich, das ist furchtbar, das ist schrecklich. Erschrecken, willst du mich erschrecken, hoćeš li da me uplašiš? Willst du mich erschrecken, erschrecken. Du hast mich erschreckt. Uplašio si me, hast mich erschreckt. Erwarten, očekivati. Warten, čekati. Erwarten, očekivati. Wir erwarten einen Freund an der Ecke. Očekujemo prijatelja na uglu. Wir erwarten einen Freund an der Ecke. Ako kažemo čekamo prijatelja, moramo reći wir warten auf einen Freund. Znači kad koristimo samo warten,
Idemo sa predlogom auf. Wir warten auf einen Freund. Ali erwarten direktno akuzativ bez predloga. Wir erwarten einen Freund an der Ecke. Ich kann es kaum erwarten, Urlaub zu machen. Ne mogu da dočekam da idem na odmor. Ich kann es kaum erwarten. Jedva čekam, se kaže ich kann es kaum erwarten, Urlaub zu machen. Erwarten. Erzählen, ispričati, erzählen. Sprich, du musst mir alles erzählen. Govori, moraš mi sve reći, moraš mi sve ispričati. Sprich, du musst mir alles erzählen. Erzählen, ermutigen, ohrabruti, ermutigen. Sie ermutigt mich, Französisch zu lernen. Ona me ohrabruje da učim francuski, podstiče. Sie ermutigt mich, Deutsch zu lernen. Ona me podstiče, ohrabruje da učim Deutsch, nemački. Dakle, mutig je hrabar, ermutigen, ohrabrit. Ok, to je to za danas. Ermutigen, erkennen, erzählen, erwarten, was wir schon mal erschrecken, erscheinen, erreichen, baš su lepi glagoli, nadam se da ćete ih sve naučiti, erledigen, zapišite ih sve negde na papir i vidimo se u narednom klipu, auf Wiedersehen.